Hey Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Heaven's Hope. Auch wieder die Vanessa an meiner Seite, die Prinzess Bennekut. Hallöle! Hallöle! Ich glaube, das habe ich im letzten Part genauso gesagt. Ja, das haut hin. Wir haben jetzt die Entscheidung, wenn wir in das Haus reinkommen, drei Antwortmöglichkeiten hier zu geben. Natürlich gehöre ich zur Inquisition. Wovon redest du da überhaupt? Gehörst du denn dazu? Ich weiß nicht, der wirkte nicht gerade eingeschüchtert, sage ich mal. Ich würde wirklich blöd zurückfragen, gehörst du denn dazu? Okay. Kommt drauf an. Gehörst du denn dazu? Hey, ich stell hier die Fragen. Das hat die Knarre. Also nochmal. Gehörst du zur Inquisition? Ach, da guckt ja wirklich ein Gewehr raus. Scheiße. Dann mache ich jetzt mal die Entscheidung. Ich nehme das, was vorher goldene Mitte war. Wovon redest du da überhaupt? Na, von der Inquisition? Kennst du die nicht? Nicht wirklich. Wenn du die Inquisition nicht kennst, gehörst du vermutlich nicht dazu. Das ist ein Punkt. Aber vielleicht ist das auch nur ein Trick. Du musst mir erst beweisen, dass ich dir trauen kann. Von mir aus. Also, wie wär's damit? Beleidige Greta, aber so richtig. Ich soll Greta beleidigen. Ich nehme jetzt mal das. Wie soll ich denn jemanden beleidigen, den ich gar nicht kenne? Du kennst Greta nicht? Die schlimmste Furie im ganzen Land. Und leider in Heaven's Hope mittlerweile zu Hause. Was soll ich denn machen? Greta stinkt oder Greta ist eine Hexe? Sie ist eine Hexe. Okay. Greta ist eine Hexe. Eine Hexe, aber so richtig. Oh, das stimmt. Und keiner ihrer Leute würde das über sie sagen. Die hätten alle Angst vor dem Scheiterhaufen. Also gut, dann mal rein mit dir. Okay, dann haben wir das schon mal geschafft. Und unser Kopf ist noch dran. Unser Kopf ist noch dran, ja. Hey, wie siehst du überhaupt aus? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und wer bist du überhaupt? Ich habe fast geahnt, dass so eine Situation kommen wird. Ich glaube, der nimmt uns das nicht krumm, bei beiden Antworten nicht. Aber wer stellt sich vor einen anderen Menschen hin und sagt, ich bin ein Erdwesen? Fällt, glaube ich, noch mehr auf, als der kann auch gleich sagen, ich bin ein Engel. Er wird uns zwar eh nicht glauben, aber es macht tatsächlich mehr Sinn. Was soll ich denn nehmen? Nehme ich Engel, oder? Ja. Siehe, Mensch, ich bin ein Engel des Herrn. Nun erstmals wandelnd auf der Erde unter den Sterblichen. Fürchte dich nicht. Ich sagte, fürchte dich nicht. Du hast dir wohl den Kopf gestoßen. Was? Nein, ich wandle auf. Schon klar. Also, Junge, du kannst hier nicht so einfach rumlaufen und den Leuten erzählen, dass du dich für einen Engel hältst. Ich bin ein Engel. Und wieso überhaupt kann ich das nicht voller Stolz der Welt mitteilen? Weil dich die Inquisition wegen Ketzerei sofort auf den Scheiterhaufen stellt. Und mich gleich mit, weil ich mit dir rede und die mich als Yankee sowieso auf dem Kieker haben. Yankee? Dabei komme ich aus Tennessee. Aus Moment, ich bin ein Engel. Ich habe zwar meinen Heiligenschein verloren und muss meine Flügel wieder nachwachsen lassen, aber... Ach, fliegen kannst du auch noch. Das wird ja immer verrückter. Hör mal, wenn Gott gewollt hätte, dass wir Menschen fliegen können, hätte er uns Flügel gegeben. Ich bin aber kein Mensch. Ich bin ein Engel. Und ich muss zurück in den Himmel. Und dafür muss ich fliegen. Schrei das doch nicht so hier herum. Oh nein, oh nein, oh nein. Das kann nur McCallum sein. Schnell! Du musst dich verstecken. Aber wo denn? Ganz egal, ganz egal. Schnell, versteck dich. Aufmachen! Im Namen der Inquisition!
Oh nein. Ich kann jetzt eh gerade noch nichts machen. Jetzt? Was? Wer? Das ist Gretas Scherge McCallum. Mist, 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 Mist. So ein Mist. Du musst dich irgendwo verstecken. Los. Aufmachen. Ich weiß, dass du da drin bist, Bill. Mach die Tür auf. Ja, ja. Bin gleich da. Los, versteck dich. Das sieht doch gut aus. Da drin ist es dunkel. Da gehe ich auf gar keinen Fall rein. Nicht mal mit meiner Honigbrot-Glühwürmchenlampe. Ich soll mich in einem Topf mit heißem, widerlich stinkenden Eintopf verstecken? Nein. Wetten, dass er in den Kamin reingehen würde? Das ist viel zu eng. Außerdem dreckig. Oder auch nicht. Das, was ich mal ganz kurz mache, und zwar, ich habe festgestellt im letzten Part, dass doch etwas der Ton etwas leise ist. Jetzt mach schon! Ich kann uns gerade hier nichts machen, weil die gerade sprechen. Das noch viel ungünstiger für dich. So, jetzt können wir weiter. Zack. Das ist alles ein bisschen lauter. Ja, wo könnte man sich noch verstecken? Ich mache mal die Hotspot. Also die Mordsauswahl haben wir da nicht. Warte mal, klar. Hängen wir uns da ran. Ja, da oben könnte ich mich verstecken. Vorsicht, Feuer ist gefährlich. Ja, das ist mir klar. Deswegen wäre ich da auch nie hochgegangen. Da muss das Feuer da oben eben weg. Das Feuer muss weg. Mhm. Das klappt so nicht. Hm. Was haben wir denn noch? Da ist hier mehr viel. Ah, die haben wir auch noch. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss ein passendes Versteck finden. Womit kann man das Feuer ausmachen? Auf, oder diese Sekunde kostet dich eine. Die Flaschen an der Seite konntest du ja nicht auswählen, gell? Die hier? Nee, das gehört zum Schrank dazu. Hm. Aber vielleicht können wir es auspusten. Na komm. Ja, geht! Aha. Nimm das, du Feuer! Denn mal auf, da. Das nenne ich mal ein würdiges Versteck für einen Himmelsbewohner. Ruhig jetzt. Dieser Kerl, der an die Tür bollert, darf dich nicht hören. Du bist es agil. Also, ich wäre da nicht hochgekommen. Warum hat das so lange gedauert? Glaub bloß nicht, du könntest etwas vor mir verstecken. Meinen Falkenaugen entgeht nichts. Tut mir wirklich leid, Mr. McCallum. Ich hatte sie nicht erwartet. Niemand erwartet die heilige Inquisition. Nein. Das Wichtigste ist die Überraschung. Überraschung und Angst. Die zwei wichtigsten Dinge sind Überraschung und Angst. Das ist ihnen wirklich gelungen. Und Effizienz. Die drei wichtigsten Dinge sind Überraschung, Angst und Effizienz. Und eine todesverachtende Treue zur heiligen Mutterkirche. Das wird jetzt ein bisschen viel. Genug geplaudert, kommen wir zum Punkt. Warum hast du bei der letzten Abendmesse gefehlt? Ich bin ja nicht mehr so gut zu Fuß. Und Vladic, der Kutscher, er wollte mich in die Stadt bringen. Aber er ist nicht aufgetaucht. Und die Turmuhr ist kaputt. Wie soll ich denn da... Bill. Ist dir überhaupt klar, was das heißt? Dieser Bezirk läuft wie ein gut aufgezogenes und geöltes Uhrwerk, seit Greta, Gott schütze sie, hier endlich die Inquisition wieder eingeführt und für Ordnung gesorgt hat. Aber wenn in Heaven's Hope nur das winzigste, kleinste Rädchen, so wie du, hakt, dann könnte alles wieder aus dem Takt kommen und bald herrscht hier Sodom und Gomorra. Willst du das? Nein, das... Das würde ich auch nicht zulassen. Glaub mir, wenn ich eins bei der britischen Armee gelernt habe, dann die Bedeutung von Pünktlichkeit und Exaktheit. Ich werde heute noch einmal Gnade vor Richter gehen lassen, Bill. Aber falls du das nächste Mal nicht in der Abendmesse bist, sagen wir mal so, Rädern gehört zu meinen Spezialitäten. Na dann, guten Abend noch. War da nicht noch etwas, Bill? Gott, schütze die Inquisitorin.
So wollte ich dich hören. Kann ich jetzt wieder runterkommen? Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Er ist weg. Nun gut. Dann haben wir das zumindest mal überstanden. Jetzt gucke ich mal doch tatsächlich mir die Gegend hier mal. Die Gegend. Übrigens finde ich das geil. Rip Bird da und den Kuhschädel drunter. Also ein paar Sachen sind echt Knorke in dem Spiel. Das heißt ein paar. Oh, Käseklauen. Halt, der gehört Bill. Den kannst du nicht einfach einstecken. Sagt wer? Ein Stück Käse. Mit Löchern. Wieso sollte ich das machen? Wieso nicht? Das wäre jetzt witzig gewesen, wenn das irgendwie funktioniert durch den Spalt hätte. Kann ich kaum was erkennen. Eigentlich nur so viel, dass ich nichts davon brauche. Okay, im Schrank wird er nichts mitnehmen. Nur den Topf. Nein, der ist heiß. Den kann ich nicht einfach so mitnehmen. Dann haben wir noch den Kamin. Da müsste ja jetzt eigentlich mein Heiligenschein liegen, nachdem er in den Kamin gefallen ist. Komisch. Wo ist der denn dann? Ich glaube, das war's. Kannst du vielleicht nochmal mit Bill reden? Ja, wäre jetzt auch mein Plan gewesen, tatsächlich. Ach übrigens, damit du das mal deinen Enkeln erzählen kannst. Mein Name ist Talorel. Talorel? Talorel. Das ist ja ein schöner Name. Talorel ist ein schöner Name. Ich bin mal gerade ein bisschen gierig. Sag mal, darf ich den Käse haben? Den aus deiner Stube? Klar. Nimm dir einfach ein Stück. Was machst du hier eigentlich? Ackerbau und Viehzucht. Nein, ich meine hier, in diesem Teil der Erde. Du kommst doch woanders her, hast du mal gesagt. Ach so. Ich komme aus Tennessee. Das ist in der neuen Welt. Naja, so neu ist sie auch nicht mehr. Aber das sagt man hier so. Ist doch schon wirklich lange her. Warum bist du denn dann hierher gekommen? Meine geliebte Frau Stacy, Gott hab sie selig. Sie kam gebürtig hier aus Großbritannien und wollte eigentlich immer wieder zurück. Und als das mit den Sklaven und so drüben immer schlimmer wurde, naja, da sind wir hierher. Deine Frau ist gestorben? Ja, kurz nachdem wir hier die Farm aufgebaut hatten, ist sie krank geworden. Aber genug von den alten, traurigen Geschichten. Okay, ich habe da leider ein paar Antworten denn dadurch verschwitzt. Ich gehe da mal. Aber wir können so ein bisschen Käse mitnehmen. Käse kann man eigentlich immer brauchen. Richtig. Wir nehmen aber den ganzen Käse mit. Okay. Ein Stück hat er eigentlich gesagt, ne? Kann ich das jetzt hier mit der Maus kombinieren? Das klappt so nicht. Nö. Irgendwas muss doch hier noch sein. Kann er vielleicht den Heiligenschein auskratzen irgendwie? Mein Heiligenschein hängt zu weit oben. Da komme ich von hier unten nicht dran. Okay. Über dem Kamin ist doch dieses kleine Türchen. Macht das auch da ganz auf. Oben in diesem Schacht ist ja mein Heiligenschein. Da komme ich so einfach nicht ran. Vielleicht geht's jetzt mit der Hake. Gute Idee, aber dann fällt mein Heiligenschein in dieses dreckige Zeug. Das kommt gar nicht in Frage. Oh, der ist wirklich eine Weichflöte. Bleibt dann mal bloß so kurz der Hotspot. Okay, Das vielleicht als Sieb irgendwie unten rein? Mein Heiligenschein hängt zu weit oben. Da komme ich von hier unten nicht dran. Das Papier. Ha.
Das braucht eigentlich eh keine Sau, das Papier. So, jetzt liegt auf diesem ekeligen Dreckzeug das saubere Pamphlet. Das müsste klappen. Und mein Heiligenschein fällt nicht in diesen ekeligen Dreck, sondern auf dieses Papier. Ja, Wunderbärchen. Jetzt sind wahrscheinlich Papier und... Nee, die Hake ist sogar noch drin. Okay. Na endlich! Mein Heiligenschein! Und dieses Papier nehme ich auch mal wieder mit. Okay. Das finde ich jetzt unlogisch. Das Papier könnte ja jetzt auch dreckig sein. Das nimmt aber mit. Er hat keinen Saft mehr. Was? Er muss beim Aufprallen mit dieser dämlichen Materie Energie verloren haben und den Rest dann für die Bergungssignale verbraucht haben. Oh je, das ist gar nicht gut. Du musst ihn unbedingt wieder mit himmlischer Energie aufladen. Und wie soll er das bitte machen? Himmlische Energie bekommt er nur im Himmel. Und in den Himmel kommt er nur mit dem Heiligenschein. Tja, da muss er sich wohl was einfallen lassen. Weißt du, was das Schlimme ist? Dass ich weiß in etwa noch, wie es funktioniert. Hier drin können wir nämlich erstmal gar nichts mehr machen. Ach, es wird albern. Hey, du? Du willst doch jetzt nicht mit diesem abgerissenen Engelskostüm nach Heaven's Hope reinmarschieren, oder? Wie heißt du überhaupt? Das haben wir doch schon gesagt, wie wir heißen. Ich bin... Ein Engel, schon klar. Aber selbst wenn du ein Engel bist, darfst du dich nicht in Heaven's Hope zu erkennen geben. Und deswegen brauchst du erst neue Kleidung, bevor du in die Stadt gehen kannst. Aber wo soll ich die denn herbekommen? Hör mal, ich will dir nur ersparen, bei lebendigem Leibe auf dem Marktplatz geröstet zu werden. Ich bin nicht dein persönlicher Modeberater. Du bist doch ein Engel. Lass dir was einfallen. Dann gehen wir die Fragen jetzt, wo es geht, doch einfach mal durch. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie man in dieser Existenzebene fliegen kann? Fliegen? Hör mal, du bist ja nicht ganz richtig im Kopf. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir fliegen, dann hätte er uns Flügel gegeben wie den Vögeln. Ja. Nehmen wir mal an, Gott hätte mir schon mal Flügel gegeben und für ihn wäre es dementsprechend in Ordnung, ich würde fliegen. An wen müsste ich mich hier da wohl wenden? So verrückt, dass er versuchen würde zu fliegen, kann ja eigentlich nur Blumfort sein. Er ist generell etwas blemblem und behauptet, er sei ein Wissenschaftler. Ja, das hört sich gut an. Und... wo finde ich diesen Blumfort? Blumfort lebt mitten in Heaven's Hope. Obwohl es nur eine Frage der Zeit ist, bis Greta ihn auf den Scheiterhaufen bringt. Kannst du mir vielleicht sagen, welche die nächste Ansammlung von euch Planetenbürgern hier in der Nähe ist? Ich glaube, das heißt Ort. Welcher der nächste Ort ist? Das ist Heaven's Hope. Hieß mal anders. Aber Greta, diese Inquisitorin, hat den Ort umbenannt. Eigentlich ein schönes Städtchen. Hab immer gerne hier gelebt. Zumindest, bis diese verrückte Greta hier aufgetaucht ist. Kannst du mir sagen, wie ich nach Heaven's Hope komme? Klar, ganz einfach. Du musst nur durch den Wald und dann bist du schon fast da. Aber hör mal. Du willst doch jetzt nicht mit diesem abgerissenen Engelskostüm nach Heaven's Hope reinmarschieren, oder? Ich sagte doch schon, das ist kein Kostüm. Das ist meine Fliegeruniform. Ja. Weil du ein Engel bist, schon klar. Egal, was du bist oder auch nicht. Du kannst nicht nach Heaven's Hope in diesem Aufzug reinmarschieren und behaupten, du wärst ein Engel. Ich bin... ein Engel, schon klar. Aber selbst wenn du ein Engel bist, ja, wie oft denn darfst noch? Du dich nicht in Heaven's Hope zu erkennen geben. Langsam haben wir es verstanden. Ja. Erst neue Kleidung, bevor du in die Stadt gehen kannst. Aber wo soll ich die denn herbekommen? Hör mal, ich will dir nur ersparen, bei lebendigen... Ich hatte gerade schon eine doofe Idee, aber es funktioniert 100% Pro nicht. Da kommen doofe Sachen. Persönlicher Modeberater. Du bist doch ein Engel. Lass dir was einfallen.
Also, ich mach die Antworten noch durch, das wird ein bisschen länger als 20 Minuten. Was hast du denn gegen meine Fliegeruniform? Na, nichts, bis auf, dass sie total abgerissen ist und aussieht wie ein billiges Engelskostüm. Und du damit in eine Stadt gehen willst, wo die Inquisition herrscht. Der Mann muss Demenz haben, der wiederholt sich. Aber ich mache jetzt die letzte Frage noch, was es mit dieser Inquisitorin auf sich hat. Was hat es eigentlich mit dieser Inquisitorin auf sich? Greta. Greta, genau. Irgendwann war sie einfach da und hat den Leuten was von Glaube und Kirche und von heiliger Ordnung erzählt. Unser lieber, aber etwas zurückhaltender Pater Bartholomäus konnte ihr einfach nichts entgegensetzen. Vor allem, nachdem sich McCallum begeistert auf Gretas Seite geschlagen hat. Gut, wir haben jetzt im Prinzip alles. Ich gehe dann mal. Wir müssen uns organisieren, eine Aufladung für unseren Heiligenschein und eine neue Klamotte. Und du hast gesagt, du hast noch einen Plan oder eine Idee zumindest. Ja, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir können es aber mal im nächsten Part überprüfen. Nee, lass mal hören. Ich will das als Spoiler haben für den nächsten Part. Guck mal, der Teppich auf dem Boden. Also, wenn das Spiel wirklich ein paar alberne Stellen hat, dann können wir vielleicht den Teppich anziehen. Nee, das muss ich dir jetzt gerade wegnehmen. Wird nicht sein. Aber wir finden es im nächsten Teil raus, was es sein wird. Und an dieser Stelle sage ich danke fürs Zugucken wieder. Danke dafür, dass du jetzt bei warst wieder, Benni. Jetzt habe ich Benni gesagt und gar nicht gefragt, ob ich das darf. Egal. Zu spät. Und hoffe, du bist wieder mit das nächste Mal dabei und ihr da draußen auch. Na dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.